Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play The Binding of Isaac. Ich probiere es heute mal mit Webcam, ich kann ja mal gerade schauen. Oder auch nicht, schade. Ich hoffe, diesmal funktioniert es. Ich hoffe es wirklich sehr. Ja. Wir schauen mal. Natürlich mit meinem super guten Mut. Ja, und eigentlich, passt das nicht so gut, aber egal. Und wir schauen mal. Denn heute probieren wir es natürlich aus mit Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen in Kollegium. Denn immerhin wollen wir ja den D6 für Isaac haben. Und da ich jetzt weiß, dass es so ist, probieren wir das mal aus. The Poop, den haben wir. Und dann hängt das Bild, so wie ich das gerade sehe. Das ist nicht so schön. Das ist gar nicht toll. Hallo? Ja, ich konzentriere mich gerade eher auf die Webcam als auf das Spiel, aber ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, weil die Webcam kann nicht so aufzeichnen, während ich dann auch noch aufnehme. Der Lucky Foot, das ist sogar sehr gut. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht doch die Webcam weglasse, denn es funktioniert nicht. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Die Webcam, mal schauen, wie ich mir die da lasse. Also, bis gleich wieder. In Ordnung, dann machen wir es eben ohne Webcam. Vielleicht finde ich da irgendwann mal noch eine Möglichkeit für. Das wäre ja sehr geil. Und wir haben ja den Luckfoot, den haben wir eben gerade bekommen. Und wir schauen uns den Rest hier an. Da werde ich nicht reingehen. Achso, ich kann ja Kaki-Häufchen setzen. Das ist eine ganz tolle Fähigkeit, die ich hoffentlich schnell austauschen darf. Oder kann. Und Larry Jr. sollte eigentlich im Bereich des Möglichen sein. Oder man wird getroffen. Also mit dem Fragezeichen-Charakter wird es extrem witzig, würde ich sogar sagen. Auch extrem schwierig, aber eben dadurch dürfte es umso witziger werden, jedenfalls für euch. Für mich gibt es dann nur noch einen Herzinfarkt. Weil es dann wieder eine extrem knappe Sache wird bei vielen Sachen. Ich meine, wir haben jetzt schon gerade schon wieder nur noch zwei Herzen. Ah, komm, 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 komm. Ja, genau. Ja, komm her. Na, komm her. Geht doch. Die Health-Up-Dinger brauchen wir eigentlich kaum, denn das bringt uns auch nur ein Herz. Aber hey, was soll's, ist wenigstens ein Herz. Und wir können weitergehen. Wir brauchen umgehenden Schlüssel. So viel ist ja auch schon mal klar. Schlüssel, Schlüssel, den brauchen wir, denn sonst kommen wir nicht in den Geheimraum. Und ich muss mal gerade das Mikro richten. Genauso. Ha, apropos Geheimraum. Ich hätte gerne einen Schlüssel in diesem Raum, damit ich in den Geheimraum, genau, in den Raum hier rein kann. Was gibt's denn hier alles? Unten links, das ist aber eine besondere Stelle für den Geheimraum. Jetzt wirklich der Geheimraum. Du entkommst mir nicht. Das sag ich doch. Kaputt mit dir. Mit dem Leben, mit dem Fragezeichen-Charakter ist halt so eine Sache. Okay. Zack, weg. Und was gibt's für uns? Nichts. Also Bombe und Schlüssel. Die beiden Sachen brauchen wir jetzt. Die sollten wir auch eigentlich irgendwo finden können, denke ich mal. Ausweichen. Was? Nee. Boah, das gibt's ja nicht. Ach, das läuft schon wieder so schön gut. So. Yay. Awesome. Oder auch nicht. Wie man das halt sehen will. So. Die sind mir eigentlich recht egal. Die roten. Solange nicht zu viele davon da sind. Und die hier. Boah. Das sollte man schnell ausschalten können. Ohne getroffen zu werden. Ja, es geht manchmal sogar. Und. Nein! Weg mit dir. Gut. Die Bombe hätte ich gerne, aber dafür bräuchte ich erstmal eine Bombe, um die Bombe und die Kiste ranzukommen. Also mit einer Bombe würden wir schon mal recht weit kommen. Denn in der Kiste kann ja ein Schlüssel drin sein. Huh, das war doch recht knapp. Zack, 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 zack. Und was gibt's hier drin? Nur noch anderthalb Herzen, das ist nicht wirklich praktisch. Das auch nicht, denn jetzt können wir nur noch einmal getroffen werden. Oh, das wird lustig. Ach, warum habe ich denn die Karte benutzt? Ich wollte doch eigentlich nur einmal auf den Boden und so. Schon klar, ne?
Also kurz gesagt, das dürften viele Läufe wieder in einem werden. In ein paar Parts, würde ich eher sagen. Ich schätze mal mit pro Part einmal richtig gefailt. Oder zweimal, je nachdem. Ich glaube eher zweimal so, wie es jetzt gerade aussieht. Was gibt's denn hier? Bitte was Gutes. Two Spades, zwei Schlüssel. Damit gehen wir auf jeden Fall sofort in den güldenen Raum. Ich muss gerade erst wieder überlegen. Aber es ist ja egal. In dem Shop gibt es für uns eh nichts zu kaufen, denn zwei Coins, zwei Münzen, das wäre Quatsch. The Necronomicon, ja, macht den Gegnern in einem Raum Schaden. Werden wir beim Boss gleich verwenden. Ob es noch mehr bringt, ja, das werden wir dann sehen. Ob es wirklich viel Schaden macht oder nur so ein bisschen. Auf jeden Fall dürften wir nicht einmal mehr getroffen werden, na super. Nehmen wir Monstro, wie viel Schaden macht's hier? Naja, also könnte mehr sein. Aber gut, wir schauen erstmal, dass wir das hier überleben. Das hier hätte eigentlich schon wieder fast unser Tod sein müssen. Na komm her. Ich pack dich schon. Na. Wir springen doch. Wow, da ist ja noch eins runtergekommen. Das wäre... Was? Nee. Ah, The Blue Baby. Wir sehen gerade ganz rechts unten. Da steht Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen oder The Blue Baby. Okay. Cool. Dann machen wir natürlich gleich nochmal die ganze Geschichte. Das heißt nochmal, natürlich nicht genauso, aber... Besser wäre schon... Alter, das ist doch... Das war ja wohl gemein. Komm her. Nur wenn man sich auf die Spinne zuerst konzentriert hat. Ein Schlüssel für die nächste Ebene, das ist sehr gut. Bloodlust, das kennen wir von Samson. Wenn ich mit dem schon mal gespielt habe. Habe ich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Samson, wenn man in einem Raum einen Gegner tötet, wird man stärker. So wird es halt immer weitergehen, aber es ist eben leider nur pro Raum. Sonst wäre es ein bisschen OP. Etwas. Aber ganz wenig. Und zack, kaputt. Den Schlüssel verwenden wir und bekommen noch einen Schlüssel und zwei Geld raus. Ja. Was bekommen wir? Pretty Fly. Sehr gut. Und wenn wir jetzt natürlich The Duke of Flies bekommen würden, dann wäre es natürlich sehr praktisch. Ich wollte gar nicht rein. Aber gut. Duke of Flies. Denn, ne? Mit dem Rage-Item, was wir jetzt haben, werden unsere Schlüssel stärker. Wir sehen es, wir werden auch... wir bekommen einen stärkeren Rotton und machen natürlich extrem viel Schaden dann auf einmal. Wie das kommt? Naja, Rage halt. So, Range. Range und Rage. Das ist alles schön. Kaputt machen und der Haufen ist sogar gar nicht mehr da. Wir schauen nochmal, hier ist nichts mehr. Gut, dann können wir jetzt nach unten gehen, also in entweder Basement 2 oder Cellar 2. Ich hoffe auf Basement. Basement 2, juhu! Jetzt sofort den Goldraum finden. Perfekt. So, ich würde doch gerne hier noch ein bisschen mehr Schaden bekommen. Das heißt, mehr Gegner töten. Erledigt. Ja, das ist sehr schön. Allerdings hat man dabei manchen Gegnern auch das gewisse Problem, dass man nicht so viel Schaden macht. Und wir bekommen ein Speed in Range ab. Das ist gut. Unser Äußerliches verändert sich wirklich kaum, wie ich das so gerade sehe. Finde ich sogar ganz cool. Jetzt mit dem Stirnband sehen wir sogar noch besser aus. Ach, warum mache ich es mir eigentlich so schwierig? Ich power mich erstmal hier an den Kollegen auf. An den Fliegen, die mir gar keinen Schaden machen. Dann machen wir den Rest hier. Ich merke aber gerade, wir sind doch extrem schnell, muss ich sagen. Komm her, komm raus hier, komm raus hier, komm raus hier, komm raus hier. Wollte ich jetzt aber gerade sagen hier. Gut. Und wieder nix. Schade. In den ersten 2 Minuten sollte ja schon klar geworden sein, dass es mit Webcam leider nichts wird. Finde ich auch eigentlich schade, weil es ist ganz lustig, dann auch mit Webcam aufzuzeichnen. Vielleicht finde ich da irgendwann noch eine Möglichkeit. Okay. Ein weiteres Herz. Dafür müssen wir nur Monstro besiegen und Larry Jr., glaube ich.
Ja, was heißt nur, das ist ja eigentlich auch schon eine gewisse Schwierigkeit, aber hey, packen wir schon. Oder auch nicht. Hey, wir haben unser Herz verloren. Das war ja super. Jetzt bringt uns dieser Raum schon gar nichts mehr. Jetzt geht's nur noch ins Negative. Das freut mich doch mal so überhaupt nicht. Wir hätten das besser nicht gemacht, denn für ein einziges Herz war das doch schon recht blöd, gegen zwei Bosse antreten zu wollen. Die sind echt schnell. Wir sind echt verdammt schnell. Finde ich gut. Na komm. So viel zu dir. Jetzt kommt ihr dran. Moin, moin. Was? Ach. So, jetzt haben wir schon einen halben Schaden gekriegt bei der ganzen Ecke hier. Ich krieg dich schon. Oh, wow, 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 wow. Komm schon. Yes, einen haben wir schon mal. Jetzt machen wir den hier fertig. Ach stimmt, wir werden ja auch noch stärker. Das ist ja praktisch. Und du bist down. Wir bekommen aber immerhin einen Schlüssel. Das ist für die nächste Ebene schon mal gut. Wenn wir denn diese überleben hier. Mit zwei Herzen dürfte es doch noch interessant werden. Aufpassen hier, aufpassen. Erstmal den Kollegen hier töten. Und jetzt kommst du dran. Denn jetzt bin ich zwei Punkte stärker als vorher. Deswegen kann ich dich schon viel besser töten. Hier gibt es bis jetzt nur eine Möglichkeit, wo der Geheimraum sein könnte. Deswegen schauen wir da noch nicht. Okay, es bleibt bei dieser einen Möglichkeit. Erstmal die Gegner töten, die einem gar keinen Schaden machen, aber durch die man eben stärker wird, dann kann man den Rest auch schneller ausschalten. Komm her! Ja, komm her! Ja, und weg damit. Und wie in jedem Raum. Gluttony! Yay! Das war jetzt super. Den habe ich nicht gebraucht, um ehrlich zu sein. Das war gar nicht nötig. Ah ne, ich wollte ja unbedingt ja hier alles erkunden. Bin ich ja selbst schuld. Und weg. Ja, toll. Ach, diese Herzen bringen uns doch nichts, verdammt. So verdammt unpraktisch. Hey Junior, kennen wir doch schon. Jung. Bitte, 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 bitte. Einer weg, einer weg. Juhu. Dadurch werden wir natürlich extrem stark und können den anderen schneller besiegen. Zack. Und komm her. Na komm her. Na komm. Ah, ich renne auch nicht rein. Was? Hast du gerade einen ganzen Schaden gemacht? Echt? Was? Squeezy. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir schon mal mehr Tränen und schauen mal, was es hier oben gibt. Für drei Herzen. Na klar, obwohl. Wir könnten uns theoretisch sogar für drei Herzen die neuen Leben holen, denn dann hätten wir noch 8 Leben. Und ein Herz ist, naja, wäre eigentlich sogar gleich dem, was wir jetzt gerade haben. Von daher, ach, guck mal einer an. Ja, muss man gleich mal geholt werden. Aber hey, es dürfte auch damit, es wird halt nicht einfacher, es wird aber auch nicht schwerer, muss ich sagen. Denn wenn wir jetzt mit drei Herzen einmal gestorben wären, ja, dann wäre es halt zu Ende gewesen, ne? Moment, ich muss hier gerade mal was checken.